Schulfüller. Ich hatte die Serie über Schulfüller eigentlich schon abgeschlossen, aber jetzt kommt hier nochmal der Pelikan Junior, der Pelicano Junior, den Pelikan Pelicano. Das normale Modell haben wir schon gesehen. Ist kein großer Unterschied, aber wir gucken uns trotzdem mal an, wie dieser Füllhalter aussieht. Also hier nochmal die kleine Geschichte. Der Ur-Pelicano, das folgende Modell und das Modell aus den 90er Jahren. Und hier, wie gesagt, die heutige Serie der Pelicano. Und der Pelicano Junior, warum er nun Junior heißt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ein sehr schönes Modell. Die Firma Pelikan hat sich ja sehr verdient gemacht um die Schulfüller. Und wir gucken uns, wie gesagt, dieses Modell an. Im Laufe der Zeit haben sich hier eine ganze Menge Füllhalter angesammelt. In einem Giveaway, das parallel hierzu läuft, werde ich die meisten Füllhalter einsetzen. Also wer daran teilnehmen will und gerne einen Füllhalter gewinnen will, der kann daran teilnehmen. Einfach nur einen kleinen Kommentar unter dem jeweiligen Video hinterlassen. Im Moment sind, glaube ich, 11 Giveaways aktuell. Ja, also wir gucken uns den Füllhalter nochmal aus der Nähe an. Damit geht es gleich weiter. Hier also ein kleiner Überblick über die Pelikan-Schulfüller aus den 50er Jahren. Der erste Pelicano, ein weiteres Modell der Pelikan aus den 90er Jahren. Ich glaube, bis 2000 wurde dieser gebaut. Hier das gängige Pelicano-Modell. Und jetzt kommen wir hier zu dem Pelikan Junior Modell. Dieses Modell gibt es in verschiedenen Farben. Ich kenne hier das Modell in Blau und in Rot. Es ist durchscheinend. Ich kann das hier sehen. Hier sind keine Patronen drin. Wir gucken mal, welches jetzt der. Genau, das sind noch. Das sind die unbenutzten Füllhalter. Der hier scheint befüllt zu sein. Genau, der ist befüllt. Wir sehen die beiden verschiedenen Modelle, ne, die beiden verschiedenen Ausführungen. Hier also die Ausführung für Linkshänder auf der linken Seite, die für Rechtshänder auf der rechten Seite, auch erkennbar an dem A auf dem Füllhalter für Rechtshänder und hier auf dem Füllhalter für Linkshänder erkennen wir ein L. Hier haben wir ein Tintensichtfenster, was gleichzeitig als Wegrollsperre dient. Auch die Kappe kann nicht vom Tisch rollen. Hier dient der erhabene Namenszug als Wegrollsperre. Hier haben wir das Pelikan-Emblem. Wie gesagt, hier ist das Modell für Rechtshänder. Hier haben wir einen Füller für Linkshänder. Wir sehen so in der Art. Soll er gehalten werden. Wir gucken uns gleich mal an, wie der
Füllhalter schreiben. Hier haben wir im Vergleich in der Mitte zweimal den normalen Pelicano und außen den Pelicano für Rechtshänder. Hier kommt noch, so sieht der Pelicano Junior für Linkshänder aus. Okay, und wir gucken uns gleich nochmal an, wie dieser Füllhalter schreibt. Pelicano Junior. Und hier kommt das Linkshändermodell. Alle schreiben verhältnismäßig ähnlich. Also hier die drei Pelicano-Modelle, die ich hier im Moment zur Hand habe, der normale Pelicano in Rechtshänderausführung, der Pelicano Junior in Rechtshänderausführung und hier kommt der Pelicano Junior in Linkshänderausführung. Wir betrachten den Füller nochmal aus der Nähe. Wir sehen hier das Griffstück aus weicherem Gummi, der Schaft aus Hartplastik und die Kappe ebenfalls aus Hartplastik. Und hier der Schriftzug Pelicano Junior. Okay. Preislich liegen die beiden Füller sehr nahe beieinander, also es ist eine reine Geschmackssache, für welchen Pelicano man sich hier entscheidet.